Schreibt bitte eure Kommentare in die Meinung. Lasst ein Like da, wenn ihr Schreibt bitte eure Kommentare in die Meinung, Alter. Yo Leute, was geht? Euer Cutter ist mal wieder am Stäßele. Und ja, meine Freunde, wir schauen uns heute eine weitere YouTube-Kacke an. Und ihr seht schon im Titel, dass ich nicht alleine bin, denn ich habe nämlich einen auf ein Oktoberfest getroffen. Und das ist der Brody, den habe ich einfach mitgenommen nach Hause. Und jetzt ist er da, stell dir mal vor. Ja, hallo! Ein bisschen ja Oktoberfeststimmung reinbringen. Ich war gerade am Oktoberfest. Nein, war ich nicht. Ich habe gerade meinem Kanal. Ja, Gatter, alles klar? Ja, alles klar. Bei dir ist hoffentlich auch alles klar. Und ja, Freunde, wenn ihr mit diesem Video fertig seid, könnt ihr gerne zu Brody rübergehen. Da haben wir auch ein Video gemacht. Ein paar geile Oktoberfails. Passt eigentlich perfekt jetzt zum Wetter und zu dem Oktoberfest. Deswegen, Freunde, checkt ihn gerne ab und lasst ihn ein Abo und ein Like da. Auf jeden Fall checken wir uns heute Apo Reds Ausraster im Gesichtssaal. Alles klar. Gerichtssaal. Im Gericht nennen können, ne? Im Gesichtssaal. Im Gesichtssaal. Oder im Gesicht saß. Im Gesicht saß, im Soß. Auf jeden Fall im Gerichtssaal. Und ich würde sagen, wir labern auch nicht so lange rum. Checkt gerne Brody ab, checkt auch sein Instagram ab, checkt mein Instagram ab, checkt einfach am besten alles ab. Alla. Und dann würde ich sagen, wir legen los. Soß, oder? Bist du bereit, oder? Ja, ich bin ready. Okay, los geht's. So. Es ist euch allen erlaubt, gestattet, von diesem Video auch Passagen zu entwenden. Kein Problem. Leute, das Video ist sehr lang, aber mein Schwanz nicht so. Ja, muss ich halt damit reden. Schaut es euch nicht zu Ende an, Freunde. Ihr könnt euch einfach dabei essen oder so. Schaut es euch einfach nicht an. Es ist wirklich sehr interessant. Ihr werdet alles erfahren über Allah und SS. Schau mal, Leute. Über Allah. Okay, alles klar. Also, wir wissen schon mal Bescheid. Post aus trocken, meine Freunde. Dann machen wir mit einem weiteren Video. Heute kommt das Statement. Das Statement wird natürlich schön gecuttet, zensiert, komplett so hochgeladen. Ist wahrscheinlich so das heißeste Thema auf YouTube. Ich war 15 Tage in Haft. Ja, warum ich in Haft war, ich habe keine Ahnung. Drogen, Bogen und so. Ich habe zu tun gehabt, Gott sei Dank. Und mit Drogen hat irgendwie wirklich gar nicht schlimm einfach. Ich wollte immer was damit zu tun haben, aber Gott sei Dank was damit zu tun gehabt, so in dem Sinne. Um 8 Uhr, ich glaube 9 Uhr morgens kamen die. Ich war bis 7 Uhr morgens noch gekippt. Ich habe da meinen Schwanz noch reingehauen mit ein paar Jungs zu mir. Jo, alles klar. Okay, alles passt. Klar. Gut, dann wissen wir auch Bescheid, was der so gemacht hat noch an dem Abend. Direkt auf. Mit ein paar Jungs noch reingehauen. Scheiße, Alter. Das ist nicht schlecht. Und das war eine harte Arbeit. Also diese Jungs sahen Schockengesell aus, hat bis 7 Uhr morgens gedauert. Die Jungs sahen Schockengesell aus. Scheiße, hey. Diese Bilder, Alter, habe ich gerade im Kock. Und haben dann bis 8 Uhr morgens noch ein bisschen gelutscht. Ihr kennt ja, man schluckt und man schluckt. Und dann kamen die, glaube ich, um 9 oder 10 Uhr morgens. Ist auch egal. Das heutige Thema geht jetzt nicht um... Ich habe geschluckt ja, und moin. Geschluckt. Ja, moin, Alter, ich heul schon. Alles klar. Weiß man Bescheid. Ja, das, was jetzt drin war und was da alles passiert ist. Oh nein! Heute geht es ja wirklich nur um das Urteil, was überhaupt beim Gericht passiert ist. Ne? Die meisten fragen sich, wie sah es überhaupt aus? So, wie sah das überhaupt aus? Wie sah das überhaupt aus? Wie sah es überhaupt aus? Das war wirklich genauso, wie man sich das vorgestellt hat. Das war eine öffentliche Verhandlung. Ja, ich habe viele gesehen, meine Eltern waren dort, meine 200 Brüder waren von mir da. Alle Angaben, die ich sage, sind nicht immer direkt wörtlich zu nehmen, sondern voll übertrieben. Und ihr müsst euch vorstellen, ich kam da an, ich sah auch voll zerstört aus. Ich hatte ja keinen Föhn. Ihr habt ja wahrscheinlich selber die Bilder gesehen. Ich hatte ja keinen Föhn. Ich war die ganze Zeit schon, ich packe gar nicht mehr, Mann. Ah, nee, Mann, ich schwör, das ist zu krank. Scheiße. Aber
psychisch gesehen war ich komplett zerstört. Ich saß da, links von mir war, links von ihr war die Staatsanwältin, rechts von der Richterin war links von der Richterin und dann rechts von mir war links von mir und dann links war die Staatsanwältin und die Staatsanwältin war die Richterin und die Richterin war meine Mutter. Also die Richterin war meine Mutter. Das war ja mein Onkel. Mein Gedächtnis funktioniert nicht mehr so gut wie von damals. Keine Ahnung, warum, vielleicht bin ich alt geworden. Na, auf jeden Fall. Die Staatsanwältin macht erstmal einen Vorschlag. Sie ist halt so aufgestanden und sie meinte so, ja, für das saß fief. Boom, saß 4 Stunden Freiheitsstrafe für diesen Delikt. So für dieses Delikt 3 Stunden und wegen Urheberrecht nochmal 3 Stunden Freiheitsstrafe. Und Leute, ich saß da, original, ich saß so und sie meinte halt so. Anal. Original, anal, alles klar. Alles klar. Ey, ich schwöre, also ich pack's gar nicht mehr. Du musst doch gerade schwitzen in deinem Ding wie Sau, oder? Es geht. Mein Pullover wäre ich fertig, mein Hoodie wäre ich mehr geschwitzt. Ja, so ist ziemlich luftig eigentlich, muss schon sagen. Da weißt du, was du durchmachst, wenn du in dem Pulli sitzt, du lachst so und denkst, ja, es ist so warm. Ich schwitze. Jetzt sag ich, es wird kühler, jetzt habe ich Mutti wieder angezogen, es wird wieder 30 Grad am Tag. Ja, jo, danke. Ja, ist so, wenn du wieder ein T-Shirt an hast, dann ist wieder minus 60. Ja, wahrscheinlich wieder. Ist, so, ist echt immer das Gleiche. Bam, bam, hier, Aporero. Sprechen Sie Spanisch. Und in dem Punkt habe ich mir einfach gedacht, das ist absolut unfair. Das ist einfach nur unfair. Auf diese Art und Weise redet man nicht mit einem. Das ist voll übertrieben. Mein Kopf hat mir gesagt, Digga, du musst jetzt einfach ausrasten. Und ich hab so harte Sachen gemacht. Ich habe gesagt, so harte Frau Richterin. Ich hau sie gleich, sie lauchen. Und dann rechts von mir war meine Anwältin. Ich habe mir eine richtig knallharte Backpfeife gegeben. Ich habe jeden Wehrtag auf den Tisch geschissen. Ich habe die Staatsanwältin richtig misshandelt. Auf dem PC oder so, glaube ich. Ich habe sie richtig misshandelt. Was? Ey, komm. Auf den Tisch geschissen? Jo, moin. Einfach auf Cartman hier. Alter, ich schwöre, wenn man sich Autorität. Das ist wenn man sich das alles mal bildlich vorstellt, so, Alter, wenn ich jetzt noch dein Gesicht sehen würde, dann würde ich, glaube ich, verrecken vor Lachen. Mein Gesicht? Ja, ich schwöre, so, neben so eine Livecam oder so von uns zwei noch, das wäre so heftig, Mann. Alter, ein Livestream, das wäre auch mal lol. Wir zwei, ja, Livestream, oder? Das ist dann. Das ist dann Deal. Alter. Geweint und dann habe ich sie zusammengeschlagen. Ich habe gesagt, Pech gehabt. Und dann meinte halt die Richterin, sie müssen mal auf ihr Leben klarkommen. Und ja, ich habe mich so entschuldigt. Ey Leute, bevor ich das aber sage, muss ich aber eine Sache erwähnen. Ich bin als Fußballer aufgewachsen, nicht als Fußballer. Na, auf jeden Fall. Ich kann mir ungefähr vormachen, wie ich mich entschuldigt habe. Frau So, ich hau sie gleich. Die Berichterin hat Backpfeifen kassiert. Das ist wirklich so. Und ich habe auch bei einem Zeugen auf seine Haare gekackt und in sein Auge gepisst. Und 20 Leute in die Presse geschlagen. Ich wurde dann irgendwie rausgeschmissen. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich wurde denn irgendwie rausgeschmissen. Ich habe keine Ahnung, warum. Alles klar, ja. Ich habe ins Auge gepisst, den auf den Tisch gekackt und alles. Ey, geil. Gesagt so, ne? Ich finde das sehr, sehr übertrieben. Schreibt bitte eure Kommentare in die Meinung. Lass ein Like da. Schreibt bitte eure Kommentare in die Meinung, Alter. Ja, das machen wir doch gleich jetzt, oder? Das machen wir jetzt direkt. Das ist ja wie Gesichtswahl eigentlich, so ähnlich, oder? Die da angeschaut hat und schreibt bitte Kommentare und abonniert meinen Amor. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Look at your nose. Nose long like garden hose. Das Outro, Alter, leider nicht von dem Teil. Das ist so krank, Alter. Auf jeden Fall, Freunde. Das auf war's. Auf jeden Fall, Freunde, ihr wisst Bescheid, das war's mit diesem Video. Wenn's euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like, ein Kommentar da, schreibt Hashtag Ehrensoße. Da kotze ich erstmal. Und checkt auf jeden Fall auch Brody seinen Kanal ab, der ist in der Videobeschreibung noch der erste Link und in der Endcard ist er verlinkt. Er ist überall verlinkt und verlinkt. Verlinkt! Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Das letzte Wort hat Brody. Ich muss erstmal meine Tränen hier aus den Augen wischen, Alter. Gut, jetzt Wort habe ich, dann habe ich wieder einen tollen Dance. Hallo, es lädt. 'Laufen, das bleibt jetzt drin. Achso, okay. Ja. Cool. Sehr schön, das bleibt alles drin am besten, oder?
Oh nein. Ja, auf jeden Fall, Freunde. Nee. Bis dann. Tschüss. We'll be right back.